Der Hans ist der Truckfahrer vom Coca-Cola Weihnachtstruck. Wie ist denn das, sowas zu fahren? Herrlich. Naja, wenn man die glänzenden Augen von den Kindern sieht, kann es nur schön sein. Heute, es waren ja wirklich tausende Leute heute. Ist das immer so? Nicht immer, aber meistens. Es gibt wenige Stops, wo nicht viele Leute sind. Und das noch mit einer wirklich wertvollen Fracht? Ja, Fräulein, mit Weihnachtsmann. Mit den guten Beziehungen für meine Weihnachtsgeschenke. Was wünschst du dir so? Frieden, Ruhe und dass man sich gut versteht. Alles andere kommt von selber. Phänomenal, fantastisch. Mit so einem Andrang hätten wir nicht gerechnet. Also es war wirklich einwandfrei. Jetzt war es ja so, in den letzten Jahren war der Coca-Cola Weihnachtstag eher in der Obersteiermark. Endlich hat es jemand geschafft, und so der Michi der Bammer, dass er endlich einmal da ist. Wie geht das? Ja, wir haben sie also in der Region dafür stark eingesetzt. Eigentlich wollten wir schon voriges Jahr da haben und eben heuer 5 Jahre Bammer ist gerade gelegen gekommen. Und es ist mir mit meinem Team in Graz gelungen, den Truck da herzubekommen. Und da sind wir eigentlich sehr stolz drauf. Du bist ein Insider von Coca-Cola. Gibt es ein paar Geheimnisse um den Coca-Cola-Truck, um den Coca-Cola-Weihnachtsmann? Ne, zum Weihnachtsmann ist nur eines zu sagen, der Bart und die Haare sind echt, was man nicht glauben kann, aber er lässt sich das wirklich seit 18 Jahren wachsen. Er pflegt ihn, hegt ihn, und darum ist er unser Santa Claus.